Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ich bin Max Niesner aus Birkenheide. Hallo! Jeder von uns hat mindestens einen oder eine. Einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin. Wie ist das bei euch? Gibt es da jemand auf der Arbeit vielleicht? Einen Kollegen oder eine Kollegin, der oder die immer ein bisschen besser sein möchte als ihr? Oder im Sport? Jemand, der euch immer übertrumpfen will? Manche Leute machen das total gern. Die brauchen die Konkurrenz, weil sie so immer zu neuen Leistungen gepusht werden. Und viele Leute sagen ja auch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also Konkurrenz ist am Ende gut für alle. Ich glaube aber, Konkurrenz macht auch echt viele Leute unglücklich. Sie erzeugt nämlich Druck und sorgt dafür, dass es mir schwerfällt, zufrieden zu sein. Mit dem, was ich hab oder mit dem, was ich bin. In der Bibel gibt's eine Geschichte, die ich ziemlich cool finde. Jesus heilt da gerade kranke Leute. Da kommt ein fremder Typ, der mit ihm nichts zu tun hat und fängt auch an, kranke Leute zu heilen. Die Freunde von Jesus finden das verdächtig. Sie halten den Mann sogar für einen Betrüger und wollen, dass er aufhört. Sie denken, der könnte Jesus Konkurrenz machen. Aber als Jesus das mitkriegt, sagt er, lasst ihn ruhig weitermachen, denn wenn er nicht gegen uns ist, dann ist er für uns. Statt sich in der eigenen Ehre gekränkt zu fühlen, bleibt Jesus cool und zeigt Größe. Er sieht den anderen nicht als Konkurrenten. Ihm geht es darum, dass zusammen mehr möglich ist. Und euch hätte er auch gern im Team dabei. Einfach Gutes tun, ganz ohne Konkurrenzdenken. Guter Gott, viele Leute leben von der Konkurrenz. Manchen hilft es, andere fühlen sich verletzt oder werfen hin, was sie angefangen haben. Hilf, dass wir nicht böse Blicke, Ellenbogen und Konkurrenz, sondern offene Arme, liebevolle Hände und Freundlichkeit füreinander haben. Amen. Es segne euch der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.